Kommenden 6. Jänner ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus und bringen den Segen. Gleichzeitig sammeln sie aber auch Geld für Menschen, denen es nicht so gut geht. Ganz nach dem Motto, gemeinsam für eine gerechtere Welt. Oft sind Menschen skeptisch, ob das Geld, das sie gespendet haben, wirklich bei den Projekten ankommt, die sie unterstützen wollen. Lugi Fraunberger ist einer der Verantwortlichen der Sternsinger-Aktion in der Diözese Linz. Er kennt den Weg des Geldes ab dem Zeitpunkt, ab dem es auf das Diözesane-Konto überwiesen wurde. Bevor es allerdings soweit ist, ziehen die SternsingerInnen von Haus zu Haus und sammeln das Geld. Wenn sie von ihrer Tour zurück sind, zählen sie das Geld gemeinsam mit jemandem aus dem Organisationsteam der Pfarre. In Enz St. Marien ist das zum Beispiel Manuel. Er übergibt das gesammelte und gezählte Geld an Pater Alexander, der die Spenden aufbewahrt, bis sie zur Bank gebracht und dort auf das Diözesane-Konto überwiesen werden. Da liegen sie dann, bis die Entscheidung gefallen ist im interdiözesanen Komitee, für welches Projekt die Spenden verwendet werden. Und wenn das dann soweit ist, wenn die Entscheidungen gefallen sind, dann wird ratenweise an die Projektpartner wird das Geld ausbezahlt. In Raten deshalb, um kontrollieren zu können, ob das Geld auch wirklich so verwendet wird, wie es ausgemacht war. Die Spenderinnen und Spender können das im Jahresbericht der katholischen Jungschar nachlesen. Dort sind die Zahlen aufgelistet. Die Auswahl der Projekte passiert am interdiözesanen Komitee. Vorher ist es so, dass rund 1.500, 1.800 Projektansuchen an die Dreikönigsaktion jedes Jahr gestellt werden. Dann übernehmen die Projektreferenten und Referentinnen, die schauen sich diese Ansuchen an und bereiten dann eine Auswahl von ungefähr 500, 600 vor, die dann in das interdiözesane Komitee kommt. Die sind eben noch den Kriterien der DK schon ausgewählt. Und dort wird entschieden, ob diese Projekte dann auch finanziert werden oder eben nicht. Die Spenden, die Sie uns geben, bedeuten Hoffnung auf ein besseres Leben. Glück und Segen sollen euch begleiten, um Frieden im neuen Jahr zu verbreiten.